Mensch mit Nazi-Hintergrund. Ich bin den Co-Hosts dieser Folge sehr dankbar dafür, dass sie die Debatte angestoßen haben. Denn der Begriff, der hat richtig was losgetreten. Natürlich vor allem draußen, aber auch bei mir selbst. Nachdem ich das erste Erschrecken über den ganzen Diskussionswust, der sich danach erstmal entpuppte, für mich überhaupt mal sortiert habe, stellte ich fest, um mich trifft's ja ganz dicke. Ich bin nämlich ein Mensch mit Migrationshintergrund als Halbinderin und als Halbdeutsche bin ich auch noch ein Mensch mit Nazi-Hintergrund. Ganz übel. Aber ja, so ist das. Und wenn man da mal hinschaut, dann ist das unangenehm. Und wie mag es da erst Leuten geben, die nur den Nazi-Hintergrund haben? Fühlt sich wahrscheinlich total bescheuert an. Und wird ja auch nicht gerne drüber geredet in Familien. Aber, tja, was hat das alles mit uns zu tun? Eine ganze Menge. Egal, ob wir jetzt direkt einen Nazi-Hintergrund haben, also Opa, Oma, Tanten, Onkel, Urgroßväter, Großväter, Großmütter oder auch Bekannte der Familie damals. Das hat was mit uns zu tun. Und kennen wir deren Geschichten? Weil irgendwie gibt es überall immer nur Opfer. Und TäterInnen, ja, will ja keiner gewesen sein, ne? Tja, und wie sieht's bei einem selbst aus? Da muss ich auch sagen, das hat schon gedauert, bis man das bei sich selbst in der Familie sortiert hatte. Denn natürlich auch da gibt es überwiegend TäterInnen und MitläuferInnen natürlich. Eine ganze Menge. Da mag auch mal bei mir halben Mensch mit Nazi-Hintergrund oder ganzen Mensch mit halbem Nazi-Hintergrund der ein oder andere gewesen sein, der sich mal aufgelehnt hat. Da gibt es sogar jemanden, der dann dafür ins Gefängnis ging. Aber der überwiegende Teil, tja, der hat performt. Und seien es die Cousinen meiner Mutter, die dann halt im BDM waren. Oder Verstorbene, bei denen man dann später Papiere findet. Und da ist das mit der Entnazifizierung auch nicht so gut gelaufen, ne? Wo sie da einsortiert wurden. Also, Mensch mit Nazi-Hintergrund. Wichtige Debatte. Und ich hoffe, jeder, ob mit oder ohne dem Hintergrund, schaut vor allem mal bei sich und den Vorfahren in der Vergangenheit. Was ist los gewesen?